Sag mir, was jetzt das mit der Situation hier zu tun hat. Was willst du? Was möchtest du? Ich will einfach, dass wir, normal miteinander umgehen können. Ich sag's dir. Einmal hast du mich bedroht, dann hast du mich belogen, dann hast du... Was laberst du? Boah. Und kam aus dem Nix. Er kam wirklich aus dem Nix. Tim am Dschungelcamp. Wir bräuchten bitte Nachos mit Sauer- und Käsedip. Eventuell auch Sour Cream. Es geht hier gerade enorm ab. Red doch mit mir. Du lügst nur. Ja, dann red doch mit mir und sag mir, wie es war. Wenn du lügst, ich erzähl dir genau, wie es war und du sagst einfach deine Version. Wenn du lügst, kann man nicht mit dir reden. Du hast mir nie gesagt, wenn ich zu weit bei dir gehe, dann wirst du meine ganze Wohnung zerkloppen und meine liebsten Sachen. Was denn, Dachschaden oder was? Das hast du nie gesagt. Was denn, Dachschaden? Willst du mir das wirklich erzählen? Willst du mir das wirklich erzählen? Was laberst du denn? Oh mein Gott. Dass ich das jetzt mal ausspreche. Ja, erzähl weiter. Erzähl mehr. Dass ich das jetzt mal ausspreche nach 6 Monaten, wo ich die Fresse gehalten habe und du die ganze Zeit dumm kamst. Sorry, dass ich mal dann pissig bin, wenn ich mit dir hier eingesperrt bin im Dschungel. Irgendwann kommt's raus. Lüge. Du hast auch nicht alleinige Sorgerecht für dein Kind unterschrieben. Ist auch nie passiert. Oh mein Gott, warte mal. Ey. Guck mal, rede der nicht. Der arme rede Mike. Nicht. Guck mal, pack will mein ich auch Kind. Gar nicht. Guck mal, wie armselig ich muss ein Mensch sein, ein kleines, minderjähriges Kind, was meine Tochter ist, hier mit reinzubringen, um mich anzugreifen. Keiner redet über meine Tochter irgendwie und nimmt die irgendwie hier mit in der Öffentlichkeit ran. Ich halte sie selber raus, soweit es geht. Wenn ich das Recht mir rausnehme, wenn ich entscheide, über meine Tochter zu reden, dann rede ich darüber. Aber du hast nicht das Recht. Die will meine Tochter hier benutzen als Waffe gegen mich im Endeffekt, um irgendwie mich schlecht zu machen. Weiß ich nicht. Gehört sich sowas? Absolut nicht. Du hast eine Liste gemacht zum Abarbeiten, ne? Was du hast richtig Spitze. Ein Thema. Was für ein Mundteil? Du hast nichts mit mir zu tun. Wir waren nie zusammen. Du kennst mich gar nicht. Seitdem ich, sag ich mal, so ein bisschen in die Richtung gehe, so Anti-Mike, und er die Befürchtung haben muss, dass ich Sachen über ihn auspacke, seitdem sagt er, wir kannten uns nie. Ich dachte mir wirklich, das könnte wirklich was für eine Beziehung sein. Ein Mensch, den ich an meiner Seite haben möchte. Ein ganz toller Mensch. Warum hast du meine Zeit so verschwendet? Dumm von mir. Ist fertig? Ja. Dann kannst jetzt gehen. Gib der Frau eine Zigarette.